is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Sabbat auf der neuen Erde. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Denn alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um von mir anzubeten, spricht der Herr. Am Anfang hatten Vater und Sohn am Sabbat nach ihrem Schöpfungswerk geruht. Als Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer vollendet waren, freuten sich der Schöpfer und alle himmlischen Wesen darüber, dieses herrliche Bild betrachten zu dürfen. Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne, wenn alles niedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn, wird der Schöpfungssabbat, der Tag, an dem Jesus in Josefs Grab ruhte, immer noch ein Tag der Ruhe und der Freude sein. Himmel und Erde werden sich zum Lobpreis vereinen. Und einen Sabbat nach dem anderen werden die Erlösten aller Nationen sich in freudiger Anbetung vor Gott und dem Lamme beugen. Die Erlösten aus den Nationen werden kein anderes Gesetz als das Gesetz des Himmels kennen. Alle werden eine mit den Gewändern des Lobes und der Dankbarkeit gekleidete glückliche vereinte Familie sein. Die Morgensterne werden die Szene miteinander besingen. Und alle Gottessöhne werden vor Freude jauchzen. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. So wird der Herr, Herr, Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen. An jenem Tag wird der Herr der Heerscharen für den Überrest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz. Solange Himmel und Erde bestehen, wird der Sabbat ein Zeichen der Macht des Schöpfers sein. Und wenn Eden auf der Erde neu erblüht, wird Gottes heiliger Ruhetag von allen geehrt werden, die unter der Sonne leben. Einen Sabbat nach dem anderen werden die Einwohner der verherrlichten neuen Erde hinaufgehen, um von mir anzubeten, spricht der Herr. The Lord is coming. Are you ready?